Das ist das Minox MD. Ja, und das ist ein spezielles Monokular und das kann ein bisschen mehr als ein klassisches Monokular. Und wenn dich interessiert, was es wiegen kann, ja, dann bleib ganz einfach dran. Hallo, willkommen, das ist der Reini Rossmann vom Survival Show Problemskunst. Schön, dass du dabei bist. Da ist es nun, dieses Minox MD7x42C, was das bedeutet, weiß ich nicht. Und es ist wasserdicht. Und ich glaube, dass dieses Monokular eigentlich für die Seefahrt gemacht ist. Aber dazu komme ich gleich. Denn es ist nicht ein normales Monokular, wie ich das schon mal vorgestellt habe, von des Eden, das sehr gutes Monokular. Den Link gebe ich dazu dem Video dort, das war echt top und es ist top, ich habe das noch immer extrem scharf und so. Aber das hier, das ist ein bisschen was anderes. Und ja, woran liegt es? Da drinnen, ich weiß nicht, ob du das irgendwie erkennen kannst, es ist wirklich sehr schwer, ich habe eh schon einiges versucht, aber da drinnen, vielleicht irgendwie, ja, da ist ein Kreuz, ein Absehen mit Strichen, eine Strichplatte eingebaut, damit ich Entfernungen abschätzen kann und es ist ein Kompass eingebaut. Das bedeutet, ich schaue jetzt durch und sehe ein Objekt in der Distanz und kann es wirklich wie ein Fadenkreuz, wie bei einem Zielfernrohr anvisieren und kann dann ablesen, dass das jetzt 142 Grad sind. Das ist super, weil dadurch kann ich eine Peilung nehmen. Das ist beim Thema Orientieren ganz einfach relevant. Und orientieren und navigieren. Wenn dir das Thema interessiert, gebe da unten den Link auf einen meiner Kurse, Online-Kurse, da zeige ich das Thema Orientieren und Navigieren im Detail her, auch in unwegsamen Gelände, aber das ist an einer anderen Stelle. Das heißt, ich kann damit wirklich sehr gut eine Peilung nehmen. Und was auch der Fall ist, ich kann Entfernungen messen. Ein Beispiel, ich sehe in der Distanz ein Haus und das hat zwei Stöcke. Und der erste Stock, also vom Grund, vom Keller weg sozusagen, bis die Geschossdecke, die erste, also der erste Stock, das sind normalerweise 3 Meter in der Höhe. Ja? Und dann schaue ich durch diese Strichplatte und kann abschätzen, ja, wie oft passt das da hinein. Und da gibt es eine eigene Formel, vielleicht mache ich da auch einmal ein Video dazu und kannst dir über die Formel ganz genau ausrechnen oder abschätzen, wie weit das Haus entfernt ist. Das heißt, ich kann Distanzen abschätzen. Und das macht aus dem Grund Sinn, wenn ich in unwegsamen Gelände, wo ich keine Straßen habe, navigieren möchte und meine Peilung nehmen will. Es ist sehr, sehr praktisch. Also ich muss jetzt die TT-Fleece-Cap runternehmen, also die Haube. Es wird irrsinnig warm. Also das ist wirklich schön zum Navigieren. Land- oder Seenavigation, wobei Seenavigation kenne ich mir nicht aus. Aber was das Ding nicht so gut kann, meiner Meinung nach, ja, obwohl es gut gemacht ist, das ist für die normale Beobachtung, weil du nämlich immer dieses Fadenkreuz drinnen hast und ich persönlich finde das irgendwie störend. Ich stehe ja auf Optiken, weil ich dadurch Objekte in der Distanz betrachten kann. Ich nehme zum Beispiel meinen Swarovski sehr gerne mit oder auch das Teil, jetzt fällt es mir nicht ein, ist ja wurscht, Steiner, um in die Distanz zu schauen, welche Kräuter dort wachsen. Ernsthaft, ja? Dann weiß ich, macht es jetzt Sinn, die 700 Meter oder 500 Meter hinzugehen oder nicht. Klingt arg, ist aber so. Bei meinem Kräuter-Mentor-Programm ist es ja so, dass ich jede Woche ein neues Video rausgebe und Pflanzen herzeige als Nahrung und Medizin. Und da muss ich, das klingt jetzt arg, aber es ist so, auch ein bisschen effizienter arbeiten. Daher, ich habe im Auto zum Beispiel immer eine Optik mit. Und das ist halt bei dem ein bisschen schwieriger, obwohl du auch sehr nahe, also wirklich im Nahbereich, ich kann da jetzt wirklich die Gräser einzeln sehen, ja, den Klee und den Wiesen, Storchenschnabel und ja, was ist denn das? Na, das schauen wir nachher an. Das geht relativ gut und ich kann auch durch dieses Stellrädchen hier auch in die Distanz gehen. Das funktioniert auch gut, aber es ist immer diese Strichplatte dazwischen. Und du musst dir vorstellen, dass auch der Kompass angezeigt wird. Das heißt, ein Teil davon ist einfach nicht sichtbar. Ich bin positiv überrascht von der Qualität des Bildes. Ich hatte schon einmal Minox, ein Fernglas, vor über 10 Jahren. Das habe ich aber wieder verkauft, also Fernglas doppelt, weil ich einfach von der optischen Qualität nicht beeindruckt war, ganz im Gegenteil. Aber jetzt mittlerweile das hier, das ist gar nicht so übel, wenn auch, und das muss man einfach einmal festhalten, es nicht mit dem Eden, das ich habe, ich gebe da noch einmal den Link zu dem Video, mithalten kann. Das muss ich einfach sagen. Ne? Aber ist ja auch für was anderes gemacht, ist nicht für die Naturbeobachtung, sondern zum Navigieren. Und für das ist es wirklich top. Warum? Weil das Absehen da drinnen wirklich sehr fein ist, du einen Punkt genau treffen kannst und dann wirklich ganz genau sogar Zwischenschritte. Also das sind jetzt 63,5 Grad, das bringt dir jetzt natürlich nichts. Ja? Aber das geht wirklich sehr gut und für das ist es top geeignet.
wird auch geliefert in so einem netten Hardcase, damit man es schützen kann. Und ein tolles Produkt, wenn du so etwas suchst. Das ist nämlich der Punkt. Suchst du so etwas, dann kann ich es dir empfehlen. Ich werde es in den Langzeittest aufnehmen. Ich weiß noch nicht, ob der Kompass auf Dauer arbeiten wird, ob sich irgendwelche bösen Luftbläschen bilden und dann vielleicht das nicht mehr funktioniert. Ich nehme es ganz einfach auf. Ich kann es eh bei meinen Orientierungskursen immer wieder gut einsetzen und Peilungen nehmen. Das ist sehr, sehr praktisch. Ist eine nette Sache. Werde ich wieder mal davon berichten. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe auch einmal ein Video gemacht. Gebe ich da auch den Link da, wozu Monokulare überhaupt da sind und was da der Inhalt ist und sowieso und überhaupt. Und warum ich Iden sehr, sehr gerne mag, ja, für die Naturbeobachtung, und warum ich die kleinen Hawk-Monokulare gerne mag, auch da gebe ich dir eben den Link und auch den Link zu den Produkten hier unten. Das war's. Warum mache ich das Video? Weil ich immer wieder danach gefragt werde und jetzt vor kurzem erst wieder, ich glaube vor 2 oder 3 Wochen, ja, Reini, was hältst du davon? Und das ist das Video dazu. Ja, das war's. Ich mag dir um einen Kommentar bitten, Minox. Was sind da deine Erfahrungen mit der Optik? Was tust du damit und in welcher Intensität? Findest du sie gut? Findest du sie schlecht? Sag mal ein bisschen was. Sag auch ein bisschen was über Monokulare. Da würde ich mich irrsinnig freuen. Abo, ein paar andere Videos zum Anschauen. Link zum Produkt findest du unten. Hat mich gefreut, dass du wieder dabei warst. Dein René Rossmann. Bis bald. Ciao.